Jo Leute, was geht ab? Konkurrier am Stand, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Gerade eben ist die neue Minecraft Bedrock Version 1.16.210 gekommen. Und falls ihr euch fragt, warum man zurzeit nicht auf Realms kann, da die Realms veraltet sind und wir müssen warten, bis die geupdatet werden. Und ich glaube, also was alles neu ist, bei Einstellungen, bei Bedienungshilfe ist etwas Neues, und zwar die Sprachausgaben. Man kann jetzt offene Chatnachrichten aktivieren. Irgendwie den Texthintergrund, die Deckkraft umändern. Das war's dann eigentlich hier. Bei der Weltoption wurde nämlich auch irgendwas hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher. Gibt's den Hardcore-Modus jetzt? Nein. Schade. Und zwar, irgendwas wurde hier auch. Enable Game Test Framework ist auch jetzt neu hinzugefügt worden. Noch irgendwas? Bei den Ressourcenpaketen? Nee. Das war's dann eigentlich. Und jetzt gehen wir noch hier zu den Sachen, was in den Changelog steht. Okay. Wird nicht angezeigt, aber die haben irgendwie Sounds im Nether hinzugefügt, die bei der Bedrock-Version nicht. Achso, apropos Sounds, wenn ihr diese neuen Sounds im Nether hören wollt, müsst ihr das Original-Musikpaket von Minecraft aktualisieren. Dann haben sie ein paar Fehler gefixt, auch das beim Realm, dass irgendwie die Welt korruptiert ist, wurde auch gefixt, es wurde einiges gefixt. Und wenn ihr mehr von solchen Videos wollt, ich mache wieder einen Livestream, und ihr könnt auch gerne meinen Realm joinen. Oft mache ich drüber einen Livestream. Würde mich über Like und ein Abo freuen und die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Also, haut rein, euer Konkurri, bis zum nächsten Mal. Tschüss.